Sterben dann stecken. Was die Leute von einem wollen, dass sie nicht arbeiten lassen wollen auf der Welt. Was hat es denn gegeben für uns? Ach ja, nichts. Umgekettet beinahe hier. Den Stuhl schon in der Hand gehabt. Aber zum Glück habe ich nicht schlagen müssen, weil ich nicht hab schlagen wollen. Und wenn ich schlage, dann bin ich immer im Unrecht. Ja. Das ist einer wie ich, der schon mal geschlagen hat, immer im Unrecht. Und haben mich verurteilt. In meinem Unrecht. Was kriegst du mir denn so an? Ich hab doch ja nichts gemacht. Das ist ja nichts passiert. Ich bin noch bei dir. Hast du Schwierigkeiten gehabt wegen dem Hakenkreuz? Ja. Das waren welche von denen, mit denen ich früher rumgezogen bin. Von den Roten. Ja, weil ich gelobt hab, was die einem sagen. Heute noch einer bekommt. Du hast was faul. Du hast doch selber gesagt, dass ich den völkischen Beobachter verkaufen soll. Du hast doch selber gesagt. Gesagt habe ich schon. Und gehofft habe ich auch, dass es gut geht. Aber gewusst habe ich trotzdem, am Ende passiert was. Na siehste, Lina, das ist so eine Sache, da kann ich überhaupt nicht verstehen, was du gesagt hast. Das ist mein Kopf ganz dumm wie leer. Weißt du was, Mund? Ich habe da eine Idee. Das mit den Zeitungen, mit dem völkischen Beobachter, das lässt du bleiben. Das bringt nur Unheil, ja? Wenn du meinst, dann lassen wir jetzt einfach bleiben. Ja, das lässt du bleiben, weil mir ist nämlich eingefallen, ich habe einen Onkel. Du hast einen Onkel? Hast mir noch niemand von erzählt. Ja, ist ja auch kein richtiger Onkel. Ist nur ein Freund von meinem Vater. Und der ist bei uns gewesen, wie ich klein war. Ein paar Mal. Und der ist in Ordnung. Der weiß bestimmt was. Ganz bestimmt weiß der was. Der hilft uns raus aus dem ewigen heute nicht wissen, was morgen passiert. Ganz bestimmt hilft er uns. Kleine Lina Pritsch-Biller aus Tschernowitz. Wie lange wird das wohl her sein? 10 Jahre mindestens. Vielleicht sogar 12. Richtig. 12 Jahre. Das muss 12 Jahre her sein. 12 Jahre. Und Tante Elisabeth? Gestorben. Schon länger. Einfach weggestorben, ohne dass sie mich gewarnt hätte vorher. Einfach weggestorben ist die mir. Einfach weggestorben. Lina. Und das da ist dein Verlobter, hä? Das ist mein Verlobter, der Franz. Tegel. Richtig. 4 Jahre. Arbeitslos, ja? Richtig. Arbeitslos. Seit 2 Jahren. Ich heiße Franz. Nee, ich heiße Otto. Du, der ist in Ordnung, dein Onkel. Und der auch, dein Verlobter. Wollt ihr was trinken? Ja, wenn du ein Bier hättest. Bier ist ungefähr das Einzige, was es hier immer gibt. In meinem Haushalt. Scheint irgendwie eine ansteckende Krankheit zu sein. Die Arbeitslosigkeit. Irgendwie ansteckend. Oder? Tja. Muss wohl so sein.
durch Unglück zum Glück. Regiert sich besser zu zweien von E. Fischer. Komisch, eine Zeitung mit dir Dichte vorne drauf. Allein zu gehen, ein schlimmer Gang, der Fuß oft strauchelnd, das Herz so bang. Es geht sich besser zu zweien. Und willst du fallen, wer stützt den Schritt? Und bist du müde, wer zieht dich mit? Es geht sich besser zu zweien. Du stiller Wanderer durch Welt und Zeit, nimm Jesum Christum dir zum Geleit. Es geht sich besser zu zweien. Er weiß die Wege. Er kennt den Pfad. Er hilft dir weiter mit Rat und Tat. Es geht sich besser zu zweien. Schön. Nicht? Naja, wie man es nimmt. Moment, hätte ich lieber was zu saufen. Danke. Prost. Prost. Und seit 2 Jahren bist du arbeitslos. Richtig. Fast genau seit 2 Jahren. Aber ich mache mir nichts draus. Es gibt mehr als genug zu tun. Wie geht das so? So ganz allein? Und arbeitslos? Ach, weißt du, ich mache so ein bisschen den Schnürsenkel. Ich habe ein paar andere Sachen versucht zwischendurch. Aber das mit den Schnürsenkeln, das ist das Beste. Hast du am wenigsten Ärger mit? Und Schnürsenkel, die braucht der Mensch immer. Schnürsenkel? Was sagst du denn dazu? Schnürsenkel? Was soll ich dazu sagen? Schnürsenkel. Schnürsenkel! Richtig, Schnürsenkel. Sag mal, einfach eine Frage. Mit Schnürsenkel, meine ich. Meinst du, man kann da irgendetwas machen? Für Franz? Mit Schnürsenkel? Warum nicht? Schnürsenkel, das geht immer. Und einer mehr oder weniger, das spielt da keine Rolle. Schnürsenkel! Franz, jetzt freu dich doch! Ich hab ja verstanden, Schnürsenkel. Ja, und Freund tut mir auch. Schnürsenkel, dass ich da nicht von selber darauf gekommen bin. Ich hab's ja gewusst. Der Onkel Lüders kann uns helfen. Ganz genau gewusst hab ich's. Du hast es gewusst, ganz genau. Prost. 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 Der Herr Meck ist da. Wir sind in Ihrem Zimmer schon eine ganze Weile. Ich glaube, der schlief, der Herr Meck. Als ich vorhin drin war, da hat er geschlafen. Ganz fest hat er geschlafen. Aufstehen! Polizei! Sowas kannst du einen richtig zu Tode erschrecken mit sowas. Manchen schon, Mac. Aber nur manchen. Nicht jeden. Jeden kannst du mit sowas nicht zu Tode erschrecken. Da muss einer schon wissen, warum. Das ist mir jetzt ganz schön in die Glieder gefahren. Warst lange nicht da, Mac. Haben dich lange nicht gesehen. Ja, ich war weg ein paar Wochen. Auf Kur. Ja, auf Kur war ich ein paar Wochen. So, auf Kur nennt man das heute.
Auf Kur, so, so. Nee, nee. Wirklich nicht, was du denkst. Ich war wirklich in Erholung. Nicht gerade Kur, so in Erholung. Und sonst? Naja, wie ich heute zurückgekommen bin, bin ich in die Kneipe gegangen zum Max und der hat mir die Geschichte erzählt mit Dreske und dem Hakenkreuz und dem völkischen Beobachter und so. Und da habe ich mir gedacht, ich schau vorbei, vielleicht kann ich dir helfen. Und wie? Wie willst du mir denn helfen? Weißt du, Franz, das... Das ist nicht so einfach zu sagen. Ich habe auch nur gedacht, weil du bislang Schwierigkeiten gehabt hast mit allem. Deshalb habe ich gedacht... Ich will jetzt nicht mehr umdrehen, ich zieh mich aus. Ich drehe mich nicht um, Lina, nur keine Angst. Komm! Was, du sag schon. Es ist eben nicht so einfach zu sagen. Ich habe mir gedacht, weil es bisher nicht geklappt hat mit allem. Deshalb habe ich gedacht, Ist es eine linke Tour irgendwie? Was heißt linke Tour? Mein Gott, Franz, du darfst doch die Zeiten heute nicht vergessen. Womit soll halt einer wirklich sein Geld verdienen? Nee, Mick, tut mir leid. Und wenn ich verhungere, ich hab sie geschworen. Ich hab mit dir geschworen, dass ich anständig bleibe und dass ich nie wieder was mache, was Unrecht ist. Und dass ich anständig bleibe, das habe ich geschworen. Und dabei bleibe ich auch. Und wenn ich verhungere. Ich hab gedacht, vielleicht kann ich dir helfen. Danke, Mick. Ich verstehe schon, was das gut gemeint. Aber was ich immer geschworen habe, das habe ich geschworen. Außerdem mache ich jetzt einen Schnürsenkel. Ja, vielleicht haut es diesmal hin. Ein Schnürsenkel. Von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung. Na Mensch, Schnürsenkel. Das braucht ja der Mensch immer. Ja, nichts für uns. Tschüss. Tschüss, Lina. Tschüss, Mick. Wieder die rechte, ich nehme die linke. In Ordnung. Na, wisst ihr, ich habe jetzt 5 Tage hintereinander mal die rechte Seite gehabt. Und fast alles ist schief gelaufen. Dann lass mir mal die linke nehmen. Ich glaube, ich habe da mehr Glück. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Ich bin nicht auf die linke abonniert. Danke, Otto. Ich bin sicher, ich habe mehr Glück auf der linken. Und du kannst genauso gut auf der rechten. Wir sehen uns nachher bei Max her. Bis dann. Bei Max dann, später. Viel Glück. Danke, kann ich gebrauchen.
Schnürsenkel in hier, Frau. Schnürsenkel in jeder erdenklichen Farbe und in drei verschiedenen Längen. Schnürsenkel. Die sind ja selbst, die reißen so schnell, die Schnürsenkel. Ihr wisst, kann der Herr hier mal den einen oder anderen Schnürsenkel dringend gebrauchen. Mein Mann ist tot? Entschuldigen Sie, bitte. Ich möchte Sie um Entschuldigung bitten. Tut mir leid für Sie, wirklich. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Sie haben es ja nicht wissen können. Ich habe gerade Kaffee gekocht. Vielleicht, wenn Sie mögen, es reicht für uns beide. Gerne. Ist immer, weil du das wird warm mit, meine ich. Kaffee oder so. Bitte, dann kommen Sie doch herein. Kommen Sie doch herein. Ihre Sachen können Sie da vorne auf die Ablage stellen. Er steht vor mir. Ich habe gedacht, er ist zurückgekommen. Und den Toten auch verstanden, habe ich gedacht. Das ist noch nicht lange her, ne? Nein, es ist noch nicht lange her. Wissen Sie, die Sehnsucht, die frisst einem das Fleisch unter der Haut weg. Danke. Haben Sie ihn mal mit Pelz gesehen? Mit Pelz? Nee, speziell mit Pelz habe ich keinen gesehen. Na ja, danke. Haben Sie ihn mal mit Pelz gesehen? Ja. Na, endlich. Nehmen mal Erbsen mit Schweineohren, Maxe! Zweimal Erbsen mit Schweineohren, verstanden? Waren du uns in der Lotterie gewonnen? Nee. Was ist denn dann los? Rate mal. Na, sag schon, was ist los? Na? Guck mal. Zwei Zehner. Na? Wie stehen wir jetzt da? Haben wir rangeschafft. 20 Mark haben wir rangeschafft, verstehst du? Menschenskind. Nicht so, wie du denkst. Hintenrum, unterm Tisch oder so. Überhaupt nicht. Ganz ehrlich, Otto, ganz ehrlich. Anständig, auf reelle Art und Weise, verstehst du? So, Mahlzeit. Da magst du wechseln, ich brauch zwei Fünfer. In Ordnung. Haben Sie einen Mann mit dem Pelz gesehen? Nee. Haben Sie einen Mann mit dem Pelz gesehen? Da habe ich geklingelt und da hat eine Frau aufgemacht. Und da habe ich gefragt, ob sie was braucht für einen Herrn Jemal oder so. Und wie genau hinkicke, sehe ich, dass das eine Witwe ist. Ganz in Schwarz, weißt du? Naja, und die kickt mal so an. Kickt mal so ganz komisch an, verstehst du?
Und ich verstehe überhaupt nicht, was los ist. Oder? Und da fragt sie, ob ich einen Kaffee trinken will. Na klar, will ich einen Kaffee trinken. Oder? Da sind wir in hier und da hängt ein Foto von ihrem Mann, der gerade gestorben ist. Und der sieht mir ähnlich, doch. Könnte mein Zwillingsbruder sein. Ja. Dann haben wir Kaffee getrunken. Ne? Sie hat Kaffee getrunken, ich hab Kaffee getrunken und dann. Nein, hat sie auch gesagt, dass sie so auch einsam ist und so. Ne? Bitte? Danke. Ja, Otto. Ja, aber. Nee, kein Aber, Mensch. Den Karton habe ich da stehen lassen. Weil ich will da noch mal vorbei. Verstehst du? Ja, und wo war das? In der gleichen ersten Hofgang, wo ich drin bin. Eine Treppe ruf, erste Tür, wo ich geklingelt habe. Doch. Ja? Hm. Bitte? Mein Freund, Sie wissen schon, wen ich meine. Der war gestern bei Ihnen. Der hat seine Ware dagelassen. Was ist denn nur los? Gar nichts, Madamchen. Was bippern Sie denn? Ich sollte doch nur die Ware abholen. Ach so, die Ware, selbstverständlich. Bippern Sie denn bloß, Frauchen? Ist doch schön warm hier. Ist doch sehr schön warm hier. Können Sie mir nicht auch eine Tasse Kaffee machen? Hat er Ihnen noch was gesagt? Was hat er Ihnen denn gesagt? Ja, mein Freund? Nichts weiter. Was denn sonst? Was soll der mir von dem Kaffee denn erzählen? Die Ware habe ich ja jetzt schon. Ich gehe in die Küche. Da hat sie es also mit ihm gemacht. Sie nicht mit zur Gesellschaft? Nein, nein. Mein Untermieter kommt bald. Der die Stube hat da. Sonst war da nichts? Lassen Sie mal den Mann. Der kommt jetzt nicht, der Untermieter. Der ist auf seiner Arbeit um diese Zeit. Tja, weiter hat mir mein Freund nichts erzählt. Sollte nur die Ware abholen. Schön heiß, der Kaffee. Ist kalt draußen, nicht? Was soll er mir denn erzählt haben? Dass Sie eine Witwe sind? Stimmt doch. Stimmt doch, oder? Ja. Was ist denn mit Ihrem Mann? Ist er tot? Ich hab zu tun, ich muss kochen. Ey, nun werden Sie mal nicht so eilig. So jung sehen wir uns nicht wieder. Gehen Sie doch bloß. Sie haben hier Ihre Sachen. Ich habe keine Zeit. Und werden Sie mal bloß nicht ungemütlich. Sie werden doch einen Überfall holen. Für mich brauchen Sie das nicht. Ich gehe auch so. Ich werde noch mal eine Tasse Kaffee austrinken dürfen. Mit einem Mal haben Sie keine Zeit. Neulich. Sie wissen schon. Da hatten Sie viel Zeit. Ah! Oh. Na, Prost Mahlzeit. Ich bin nicht so. Ich gehe. Also, raus mit dem Kleingeld.
Gibt's wohl nur, wenn du einen gehabt hast. Na, siehst du? Unter Freunden gibt's keine Geheimnisse. Für mich bist du eine alte Sau. Du trägst ein schwarzes Kleid. Am liebsten würde ich dir einen in die Fresse hauen. Du bist nicht besser als alle Weiber. Es war das wunderbare Paradies. Die Wasser wimmelten von Fischen, aus dem Boden sprossen Bäume. Die Tiere spielten, Landtiere, Seetiere und Vögel. Da raschelte es in einem Baum. Eine Schlange. Schlange. Schlange streckte den Kopf vor. Eine Schlange lebte im Paradies. Und die war listiger als alle Tiere des Feldes und fing an zu sprechen. Zu Adam und Eva zu sprechen. Nur komisch, dass der Otto noch nicht da ist. Der war doch sonst immer pünktlich. Jeden Morgen. Du weißt doch, er hat's am Magen. Vielleicht hat er wieder einen Anfall. Es passiert schon mal bei ihm. Hat er uns doch erzählt. Naja, vielleicht hat er doch wieder am Magen. Lina? Wenn der Otto wirklich nicht kommt, dann... Oh nein, Franz. Bitte nicht. Nicht noch mal heute Morgen. Was denn, Lina, was denn? Du magst es doch. Magst es doch mindestens genauso gerne wie ich, ne? Ja. Natürlich mag ich es genauso gern wie du, aber... Du bist wie der Teufel manchmal. So, wie der Teufel bin ich. Und was wäre, wenn ich nicht wie der Teufel wäre? Was wäre denn dann? Hm? Wärst du dann glücklich und zufrieden? Hm? Na also. Aber heute Morgen, Franz, ich bin wirklich schon ganz kaputt. Wirklich. Ja, dann lass uns halt eben heute Morgen. Man soll ja niemanden zwingen. Mensch muss frei sein. Und jetzt? Bist du alleine? Naja, was soll ich denn sonst machen? Soll ich den ganzen Tag hier rumsitzen und warten? Naja, kommt er überhaupt nicht. Guten Morgen, Frau Lina. Kann ich Ihnen was helfen? Nein, danke, Frau Bast. Ich schaff's alleine. Also, tschüss dann. Tschüss, Frau Bast. Hat schon was Besonderes, Herr Bieberkopf. Das muss er nehmen lassen. Ja. Irgendwas Besonderes hat er an sich, nicht? Ja, das ist richtig. Etwas Besonderes, Herr Franz. Ja? Ist deine Mama zu Hause? Meine Mama ist im Krankenhaus, meine Oma ist einkaufen und ich darf niemand reinlassen. Entschuldigung. Ich hab Schnallschuh.
Ja. Verzeihen Sie mir, Frau Eck. Eva. Franz. Mensch. Eck. Ich meine, ich habe gar nicht gewusst, dass du hier... Das ist die Wohnung vom Oskar. Das ist mein Freier schon seit eineinhalb Jahren. Was verkaufst du denn da? Warte, ich... Ja, verkauf so Sachen, ne? Schnürsenkel verkauf ich. So, Schnürsenkel verkaufst du. Ja, ich verkauf Schnürsenkel. Ja, dann kauf ich dir. Dann kauf ich dir jetzt welche ab. Nee. Was ist denn Kleines? Ach, weil der Nixer wollte eine Schnürsenkel verkaufen. Müssen. Das ist nämlich, die müssen bedeuten, die Vergangenheit läuft einem nach und nach und treibt einen weiter und weiter und treibt einen irgendwo hin, wo keine Zukunft ist. Verstehen Sie das? Ja, ich verstehe Sie. Es sind doch Nelken, weiße Nelken, der Herr. Weiße Nelken? Aber das sind doch Totenblumen. Ja, der Herr, aber es waren doch Totenblumen, was Sie verlangt haben, oder? Wer ist da? Der Briefdreher! Du musst doch meine Sachen wieder haben! Meine Ware! Beide sollte man nehmen und die Tür einhaken. Nichts lohnt sich. Nichts lohnt sich mehr auf dieser Welt. Schon 3 Stunden so da. Das macht Menschen kaputt, so viel denken. Der Mensch soll nicht so viel denken. Vor allen Dingen, wenn es keinen Nutzen hat.
Gestern hat er gesagt, dass er mich lieb hat, der Franz. Noch gestern hat er es gesagt. Und ich habe ihm eine Strickjacke gestrickt. Aus brauner Wolle. Die ist fast fertig. Sie sollten was essen, Frau Lena. Der Mensch muss essen. Wer nicht isst, wird krank. Geht einfach weg von mir. Und sagt nichts. Als ob ich schuld hätte an etwas. Ich hab dem Mann doch nichts getan. Oder hab ich ihm was getan? Hab ich ihm wehgetan? Hab ich ihm irgendwie Schmerzen gemacht? Hab ich ihm was genommen? Aber hab ich ihm seine Freiheit genommen? Was um Gottes Willen hab ich denn getan? Nichts haben Sie ihm getan, Frau Lina. Bestimmt haben Sie ihm nichts getan. Aber vielleicht hat er was ausgefressen und musste schnell weg. Oh nein. Ausgefressen hat er nichts, der Franz. Ganz bestimmt nicht. Das hätte er mir gesagt. Das wüsste ich. Und außerdem hat er geschworen, dass er nie wieder was macht. Etwas Böses. Geschworen hat er's. Und ganz ernst genommen hat er's. Angestellt hat er nichts, der Franz. Ganz bestimmt nicht. Frau Lina! Warten Sie doch! Frau Lina! So schön ist es gewesen. Und du bist einfach fortgelaufen. Franz. Der Franz ist weg. Seine Sachen hat er gepackt und ist weg. Jetzt mal ganz ruhig. Lina, hör doch auf zu weinen. Was ist denn passiert? Gar nichts ist passiert. Nach Hause ist er gekommen. Seine Sachen hat er gepackt und ist weg. Das kann ich nicht verstehen. Kein Mensch geht ohne irgendeinen Grund weg. Da muss doch irgendwas passiert sein. Gestern hat der Lüders ein Paket abgegeben. Da kam plötzlich ein kleiner Junge und brachte einen Brief. Der war für einen Franz. Und wie er den liest, da wird er ganz grün im Gesicht, redet ganz wirr und geht einfach weg. Einen Brief hat er gekriegt? Von wem war denn der Brief, den er gekriegt hat? Keine Ahnung. Da ist kein Absender drauf gestanden auf dem Brief. Da stand bloß vorne drauf, Franz Bieberkopf, persönlich. Und da ist er plötzlich ganz komisch geworden, ganz anders. Ganz wirre Sachen hat er geredet. Und von Strafe hat er geredet, glaube ich. Ja, was kann da drinnen gestanden haben in so einem Brief? Dass er davonläuft und gleich ganz verschwindet. Und keinem was sagt und spricht nicht mit niemand, was er sonst nicht macht. Und das Paket, was der Lüders abgegeben hat, was war da drin? Ich glaube, ein Teil von den Schnürsenkeln, die er verkauft hat. Aber eins war komisch. Wie der Franz hier gesessen hat heute Mittag, ist der Lüders reingekommen. Und wie er den Franz gesehen hat, ist er wie vom Teufel gejagt wieder raus. Er ist reingekommen, der Lüders. Und wie er den Franz gesehen hat, ist er gleich wieder raus. Was hat's denn gegeben zwischen den beiden? Da muss es doch was gegeben haben. Weißt du was? Hat immer nur Gutes gesagt über den Auto. Nur Gutes. Ein echter Freund dieses hat er gesagt. Und dass der alles mit ihm teilen würde. Ja, aber wenn er reinkommt und gleich wieder rausläuft, wenn er den Franz sieht, da ist doch was faul.
Das stinkt doch zum Himmel. Er hat immer nur Gutes gesagt über den Auto und einen echten Freund. Die Adresse vom Lieders, hast du? Natürlich. Ach, dann komm. Nun sag schon, Lina. Sag schon. Das ist so wichtig, dass du mitten in der Nacht ankommst und klopfst und unbedingt mit mir reden musst. Der Franz ist weg, Onkel Lüders. Da habe ich gedacht, dass du vielleicht irgendwas weißt, weil du mit ihm zusammen gewesen bist in der letzten Zeit. Dass er dir irgendwas gesagt hat. Dass du irgendwas weißt. Irgendwas. Nee, nix hat er gesagt. Gerade zu mir hat er eben nichts gesagt. Aber es muss doch was passiert sein. Irgendwas muss ihm doch passiert sein. Dem was passiert? Der wird einen Hasen gemacht haben. Was denn? Nein, 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 Onkel. Der hat nichts ausgefressen, der Franz. Das lasse ich mir nicht einreden. Der hat nichts gemacht. Gar nichts. Er hat nichts Verbotenes gemacht, weil er es geschworen hat und weil er ein ehrlicher Mensch ist. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und wenn du auch nichts weißt, dann gehe ich eben zur Polizei, dann werden die schon sehen, wie sie ihn finden. Und dann meinst du, der hat sich verlaufen und die sollen den ausblasen, die Polizei. Hä? Aber was mache ich denn bloß? Was kann ich denn bloß machen? Tja, Lina, so geht es eben manchmal in jeder Liebe. Irgendwann kommt der Tag. Stimmt's oder habe ich recht? Herr Mack, was sagen Sie dazu? Gewiss, Herr Lüders. Gewiss, irgendwo haben Sie recht. Aber ich glaube hier, Herr Lüders, hier scheint es sich um etwas anderes zu handeln. Wie meinen Sie das? Ich glaube, ich kann Sie nicht ganz verstehen. Lina, dreh dich einfach mal weg. Dreh dich weg und schau einfach an die Wand. Stehen bleiben. Aber was soll das? Warum soll sie sich wegdrehen? Was wollen Sie überhaupt von mir? Du bist in die Kneipe reingekommen, du hast den Franz gesehen, hast dich auf dem Absatz umgedreht und bist wieder weggerannt. Wer so etwas tut, muss doch einen Grund dafür haben, oder? Ja. Aber das war Zufall. Also, wie ich in die Kneipe reingekommen bin, da ist mir eingefallen, dass ich da eigentlich, ich wollte da gar nicht hin. Und da bin ich wieder weggegangen. Sie wissen doch selber, dass Sie lügen. Und Sie wissen auch, dass ich weiß, dass Sie lügen. Warum tun Sie es dann? Warum soll ich Sie anlügen? Sehen Sie, das ist das genau, was ich wissen will. Der Grund, warum Sie mich anlügen. Das müssen Sie wissen, Herr Lüders. Ich habe ein Messer in der Tasche. Ich habe immer ein Messer in der Tasche. Und ich habe auch keine Angst davor, es zu benutzen, wenn es darauf ankommt. Haben Sie verstanden? Und jetzt gebe ich Ihnen einen Rat. Sie gehen morgen los und werden den Franz finden. Sie werden ihn finden. Denn sonst werde ich wiederkommen. Und dann bleibt das Messer nicht in der Tasche stecken. Haben Sie verstanden? Guten Tag. Da will ich Ihnen aber was von Ihnen, Biberkopf.
Dann sagen Sie, ich bin nicht da. Das ist zu spät. Auf sowas muss ja ausdrücklich hingewiesen werden. Hallo, Franz. Entschuldige, Franz, aber der Mac und die Lina und... Was du hast. Was habe ich dir denn getan? Ich habe dich gelernt. In einfachen Sätzen zu sagen, was los ist in meinem Kopf. Und was du getan hast. Dass das los ist in meinem Kopf, was eben los ist. Ich hab das nicht gelernt. Denn wenn ich das gelernt hätte, dann hätte ich viel mehr gelernt. Und was passiert ist, das wäre nicht passiert. Ich weiß nicht, was du hast. Dass du von der Lina wegrennst. Dass du so komisch bist. Ich schwöre dir, ich weiß nicht, was ich getan habe, dass du so bist. Komisch. Das braucht er ja nicht mehr anzugucken. Zeig an deiner Stimme, was da in deinem Kopf lügt. Warum hätten wir das nicht früher hören können? Na gut, Franz. Ich habe mir gedacht, vielleicht, dass ich dir was von dem Geld gebe. Vielleicht, dass du, wenn ich dir das Geld gebe, vergessen kannst, was passiert ist. Auch wenn ich das eigentlich nicht verstehen kann. Wenn du nicht ganz schnell das Geld wieder in der Tasche steckst, Lüders, ganz schnell, dann kann es passieren, dass ich doch noch was tue, was ich nicht tun wollte. Ich bring da um. Hier, Franz, jetzt guck doch mal. Ich will dir das Geld geben. Wir machen reinen Tisch, Lüders. Wir machen reinen Tisch, Lüders. Warum willst du es denn nicht haben? Mensch! Von Erde bist du gekommen, verstehst du? Das muss alles sauber werden. Das muss alles weg. Alles sauber. Alles weg. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Keine Häuser stürzen mehr ein. Keine Dächer fallen mehr auf mich herab. Das liegt hinter uns.
Ein für alle Mal liegt das hinter uns. Mensch, das müssen wir wegwischen. Das tropft unten auf den Kopf. Das gibt da Flecke. Tod. Von Erde bist du gekommen. Zur Erde sollst du wieder werden. Mit den Händchen klapp, klapp, klapp. Mit den Füßchen klapp, klapp, klapp. Der ist verrückt, ganz einfach verrückt. Das ist mein Freund, der Franz. Und den Stieglitz hier, den Vogel, da war er der Einzige, der begriffen hat, dass das ein Lebewesen ist. Auch wenn er noch so klein ist. Da, bitte, da hast du es wieder. Der ist verrückt, das weiß doch jeder. Der ist ganz einfach verrückt. Schnauze jetzt. Bring dir noch einen Cognac, Max. Ja. Und jetzt komm her, Lüders. Ganz nah. Er hat dir vertraut, der Franz. Er hat gedacht, er hätte in dir einen Freund. Und was hast du gemacht? Du hast ihn betrogen, nicht? Ist doch so. Oder? So, das war das. Und jetzt die Adresse. Fontanestraße. Fontanestraße 17. Ab. Komm, Lina. Tja. Gleich weg ist er, wie der andere Herr da gewesen ist. Gleich weg. Vielleicht eine halbe Stunde später oder so, aber nicht mehr. Da, das dritte Bett von rechts hat er gehabt. Da sehen Sie selbst. Das ganze Zimmer hat er vollgespritzt mit Wasser. Sonst hat er sonst etwas gesagt. Gesagt? Was soll er schon sagen? Das er jed, hat er gesagt. Wenn sich was anderes sucht. Was soll er schon sagen? Ja. Ist ja klar, was soll er schon sagen? Aber irgendetwas muss einer doch sagen. Der Mensch redet doch. Nee, mein Herr. Da sind die Menschen verschieden. Grundverschieden. Da gibt's die einen, die hören ja nicht auf zu reden. Und dann gibt's die anderen. Die kriegen den Mund ja nicht auf. Das wird's wohl sein. Und das da war sein Bett. So ist es. Aber damit ich nicht lügen tu. Eins hat er noch gesagt, bevor er gegangen ist. Wenn einer kommt, hat er gesagt. Er will nicht, dass man weiter nach ihm sucht, hat er gesagt. Es soll keiner mehr suchen nach ihm. Genauso hat er das gesagt. Verzeihen Sie, Fräulein, aber da müssen Sie wieder aufstehen. Das Bett ist frisch bezogen. Ich muss nämlich vermieten. Die heutigen Zeiten. Ich bin drauf angewiesen. Übrigens war das nicht immer so gewesen. Früher, da war es ganz anders gewesen. Früher, ja, da habe ja, ich... Früher, da war alles ganz anders. Lina, komm. Ich glaube, es ist besser, wir gehen. Thank you.
Verzeihen Sie bitte, aber ich habe mich einfach hinlegen müssen. Ist mir leid. Macht nicht, Fräulein. Es ist nur, weil, was ich sagen muss, das muss ich sagen. Vielen Dank auf alle Fälle. Komm, Lina, wir gehen. Sie, da ist Ofen aus, Jan. Hey, übrigens, eins hat er doch mal gesagt, der Herr. Ich hab's noch nicht verstanden, weil er so komisch gesagt hat. Es klang so wie, er hätte was gelernt, was er lieber nicht hätte lernen wollen oder so. Vielleicht können Sie was damit anfangen. Aber wie gesagt, ich hab's nicht verstanden, was er gemeint hat damit. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank, gnädige Frau. Nichts zu danken, der Herr. Nichts zu danken. Vielleicht sollten wir wirklich nicht weiter nach ihm suchen. Vielleicht braucht er die Zeit zum Nachdenken. Vielleicht muss er allein sein. Ich hab dich gern, Lina. Du kannst zu mir kommen. Dann bist du nicht allein. Und dann bin ich nicht allein. Ich habe dich schon immer gern gehabt.